So, die letzten tröpfeln jetzt noch in den Saal. Wir wissen, es ist voll, es ist kuschelig, aber. Klasse, Bettina. Ja, dann begrüße ich Sie und euch alle herzlich zu unserer Berliner Primary Debate plus Programmforum plus Speed Dating mit unseren deutschen Listenkandidaten. Wir haben also ein volles Programm heute. Dass wir so kuschelig und gedrängt hier sitzen und stehen, ist schon mal ein super Zeichen auch für die Primaries, für die diese Veranstaltung heute unser Berliner Höhepunkt ist. Und ich begrüße jetzt Reinhard Bütikofer und bitte ihn, dass er ein paar Sätze zu euch sagt, bevor wir weitermachen. Liebe Bettina, lieber Daniel, vielen Dank, dass der Berliner Landesverband eine dieser Debatten als Gastgeberin hier organisiert. Schönen guten Tag an alle, die anwesend sind, Grüne, andere Interessierte und die Medien. Dieses ist jetzt die fünfte Debatte in einer Serie von Primary Debates. Wir hatten schon solche Diskussionen in Athen, in Köln, in Madrid und in Göteborg. Und es werden noch Diskussionen folgen. Jetzt ist gerade also Halbzeit in Paris, London, Prag, Rom und Brüssel. Ich finde es ganz toll, dass so viele gekommen sind. Und ich freue mich über jede Unterstützung für dieses Primary, weil wir natürlich mit diesem Demokratieexperiment und noch unerforschtes Land betreten. Ich bin sicher, irgendwann mal später wird man sich wundern, dass früher in der lange zurückliegenden Vergangenheit die Parteien gemeint haben, man könne politisches Führungspersonal auswählen, ohne da der Basis oder den Bürgern Einfluss drauf zu geben. Aber im Moment ist das, was wir probieren, noch etwas, was niemand vorher gemacht hat, wo wir auch auf manche Probleme gestoßen sind, die wir vorher so nicht kannten, wo wir auch wissen, da gibt es die ein oder andere Kritik, aber vor allem begeistert mich daran, dass wir als Grüne diejenigen sind, die sagen, wenn das stimmt, dass in Europa die Kritik an mangelnder Demokratie besonders laut vernehmlich gemacht wird, dann wollen wir diejenigen sein, die zeigen, es kann neue Wege geben, die zeigen, man kann mehr machen, um diese Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und Institutionen andererseits zu überbrücken, als bis jetzt gemacht worden ist. Und dazu ist das Primary oder soll sein ein Element. Und es haben bis jetzt ungefähr, wo wir jetzt in die letzte Phase gehen, jetzt der Januar, ihr wisst, bis 28. Januar läuft es. Am 29. wird das Ergebnis bekannt gegeben. Also nicht verpassen, wenn ihr es noch der Oma weiter sagen wollt, bis zum 28. Januar um 18 Uhr müssen die, die mitmachen wollen, abgestimmt haben. Wir haben jetzt ungefähr eine Beteiligung irgendwo im fünfstelligen Bereich, deutlich näher bei 10.000 als bei 100.000. Also es ist noch Luft nach oben. Aber nun hat mir der Toni Hofreiter vorgestern gesagt, Reinhard, das ist immer so, wenn wir in Bayern Volksabstimmungen haben, 10 Tage lang passiert gar nichts und 4 Tage lang wird dann mobilisiert und am letzten Tag stehen alle Schlange. Ich finde, ihr solltet es nicht auf den letzten Tag ankommen lassen. Ja? Aber dass wir jetzt im Januar nochmal ordentlich mobilisieren, damit wir zeigen können, da stehen viele Grüne dahinter, das wünsche ich mir und in dem Sinne hoffe ich, das wird hier ein guter Beitrag dazu. Dankeschön. Steigen wir ein mit der Debate. Da vielleicht ganz kurz, wie haben wir uns das vorgestellt, wie wird das ablaufen? Das Allerwichtigste vorweg, ihr habt natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zwar auf Papierform. Ihr habt entsprechende Zettel oder müsstet sie zumindest haben. Da wurde mir von unserem Team erzählt, es sind schon etliche Fragen eingegangen, vor allem aber von Männern. Insofern nochmal unsere herzliche Bitte und Aufforderung, dass auch möglichst viele hier anwesende Frauen diese Fragen formulieren. Es gibt zum Zweiten die Möglichkeit, per Twitter Fragen zu stellen. Vielleicht kennt ihr das Verfahren. Es gibt einen Hashtag, Ask Monika, Ask Rebecca, Ask Gar. Also auch diese Fragen wollen wir nachher aufrufen. Und zum sonstigen Prozedere, Bettina. Okay, dann ich würde sagen, wir können
direkt einsteigen, die erste Fragerunde bestreiten wir beide und dann seid erstmal ihr dran. Dann machen wir eine Publikumsfragerunde sozusagen und dann nochmal eine Abschlussfrage an unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Und Kandidatinnen mit kleinem i, Entschuldigung. So, und wir machen das wieder in alphabetischer Reihenfolge, würde ich sagen, für den Anfang. Die erste Frage, die wir an euch alle drei aber gerne stellen wollen, und ihr habt 2 Minuten Zeit für die Antwort, ist: Warum ist ausgerechnet jetzt ein grünes Europa so wichtig und warum bist gerade du die geeignete Spitzenkandidatin? Buongiorno. Das ist eine schwierige, aber sehr, sehr tolle Frage. Ich glaube, dass die Revolution, die grüne Revolution, die wir machen müssen, ist eigentlich nicht nur auf nationaler Ebene möglich oder nützlich. Und deswegen brauchen wir eine Europa, die wirklich funktioniert als eine Demokratie und das legitim für die Leute jetzt ist, um unsere grüne Politiken umwenden, also zu setzen, ja. Und deswegen, ich glaube, dass es gibt eine Direktverbindung zwischen einer Europa, die funktioniert, und die Möglichkeit, die grüne Revolution in Europa durchzustellen. Weil wir müssen auf jeden Fall wissen, dass auch wenn hier in Deutschland oder in Italien oder England eine total grüne Regierung hätten mit 51%, das würde nicht genug sein. Wir müssen ein Europa haben, die über diese Straße geht und diesen Weg geht, um das, die Welt zu wechseln. Und natürlich sind wir die alle in Politik, um diese Welt zu wechseln. Ich glaube, dass wir brauchen natürlich die richtigen Allianzen, weil wir werden das nicht allein machen. Und deswegen müssen wir über die Grenzen von der Grünen gehen. Und ich glaube, dass auch ein anderes Problem ist, dass in diesen letzten 5 Jahren es gibt neue Grenzen, die unter den Europäern gebildet worden sind. Und wir müssen, um unsere grüne Revolution zu verwirklichen, auch über diese Grenze gehen. Und ich glaube, dass ich bin in der Lage, über diese 2 Grenzen vorbeizugehen. Die politische Grüne und mit anderen Parteien und Bewegungen zu sprechen und Allianz zu bilden, aber auch die kulturellen Grenzen, die die böse Leute in Europa wieder bilden wollen. Dankeschön, Monika. Das Deutsch ist sehr charmant, oder? Ja, also. Also ich fange dann jetzt mal umgekehrt an. Warum beteilige ich mich an den Green Primaries? Ich finde, es ist ein wertvoller Versuch, der darum kreist, den Abstand, den gefühlt wachsenden Abstand zwischen Bürgerinnen und Bürgern und europäischen Politikern zu verkürzen. Warum denke ich, dass ich dazu was beitragen kann? Also erstens ist es so, dass in der Fraktion ich eine sehr gute Erfahrung gemacht habe in den letzten 5 Jahren, in denen eigentlich sehr gut daran gearbeitet wurde, einen Wechsel zwischen dem sehr starken Cohn-Bendit und Harms vorzubereiten. Dieses Phasing out Dani, Phasing in Rebecca, das hat, finde ich, ziemlich gut funktioniert. Und ich bringe jetzt einfach mit in die Wahlauseinandersetzung 5 Jahre Erfahrungen mit den großen Tieren der europäischen Politik zu allen Themen, die dieses krisengeschüttelte Europa im Europäischen Parlament diskutiert hat. Ich glaube, dass ich einerseits eben wirklich inzwischen eine erfahrene Frau dieser europäischen Institutionen bin. Ich glaube aber, dass ich noch ein anderes Prä habe, dass man manchmal übersieht. Aber ich bin ja vor 20 Jahren mal aus der Anti-Atom-Bewegung geholt worden von der Partei. Und ich glaube, eine Sache, die ich versucht habe, mir zu bewahren, ist die direkte Verbindung zwischen dem Gespräch, der Debatte in den Institutionen und dem Gespräch zwischen Bürgern oder in den Bewegungen. Alle wissen, dass ich bis heute in Gorleben meine Arbeit auch weiter auf der Straße mache. Aber was eben auch wichtig ist, wenn in
in Griechenland, ERT, das öffentliche Fernsehen, stillgelegt wird, dann bin ich bei ERT. Ja? Wenn in Rumänien oder in Griechenland gegen Goldabbau protestiert wird, dann bin ich da. Ich fahre nach Żurawlów an der polnischen Grenze, wenn es um Fracking geht, weil hier in Deutschland sind die Initiativen stark. Aber da brauchen solche Initiativen unsere Unterstützung. Und das Letzte, und das sage ich jetzt auch noch mal, weil ich finde, die Aufmerksamkeit darf dafür nicht verloren gehen. Ich habe den Jahreswechsel mit Freunden auf dem Euromaidan in Kiew verbracht. Und die nächste große Demokratiebewegung, die wir abholen müssen aus dem Westen, ist die Euromaidan-Bewegung in Kiew. Und es ist ein großes Versäumnis der europäischen Öffentlichkeit, dass in diesen Tagen, wo mit harter Gewalt gegen diese proeuropäische Bewegung vorgegangen wird, dass dafür nicht genügend Aufmerksamkeit aufgebracht wird. Und ich glaube, auch das, also mein Herz für diese Regionen, für die Nachbarregionen der Europäischen Union, ob es um Flüchtlinge oder Demokratie geht, ist etwas, was ich in diesen Wahlkampf und für die Grünen einbringen kann. Danke. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt gerade sind Grüne so wichtig in Europa, weil es bei der Europawahl um unglaublich viel geht. Es geht darum, wie kommen wir aus der Krise raus? Bleiben wir bei dem blinden Spardiktat oder finden wir einen grünen, einen sozialen Weg aus der Krise? Lassen wir weiter Menschen zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken oder schaffen wir ein faires Asylsystem? Lassen wir mehr und mehr Rechtsextreme rein ins Europaparlament und lassen wir sie die Diskurse dominieren oder wehren wir uns dagegen? Und finden wir endlich eine Perspektive für die ganze Generation arbeitsloser junger Leute in ganz Europa oder lassen wir sie weiter auf dem Weg verloren gehen? Und was ich dazu beitragen möchte, warum ich antrete bei der Green Primary, ich möchte eben gerade jungen Leuten eine Stimme geben. Ich möchte der verloren gegangenen Generation eine Stimme geben, damit sie mehr Gewicht bekommt, weil wir hören viel zu wenig auf das, was junge Leute sagen. Und ich möchte dafür kämpfen, dass wir ein sozialeres Europa bekommen, dass wir nicht länger nur für die Bankenpolitik machen und für den Binnenmarkt, sondern auch wirklich darauf schauen, was brauchen die Menschen, was hilft ihnen. Und ich glaube, ich kann beitragen, dass ich eben gerade im Kampf gegen Rechtsextremismus auf die jahrelange Erfahrung einer ostdeutschen, südostbrandenburgischen Kleinstadt zurückgreifen kann, die mich sehr gestählt und gehärtet haben. Und ich glaube, diese Erfahrung kann ich brauchen. Und ich habe in derselben Kleinstadt aber auch erlebt, was es heißt, wenn Europa durch Grenzen getrennt wird, aber eben auch, was es bedeutet, wenn diese Grenzen überwunden werden können und wie Städte, die geteilt worden sind, zusammenwachsen, wie eben Guben und Gubin. Und als solche in Guben, Gubin aufgewachsene Ostdeutsche glaube ich auch, dass ich beitragen kann, die Erfahrung und die Idee eines zusammenwachsenden Europas, eines Europas, das über Ost und West, über Nord und Süd darüber hinausgeht, als europäische grüne Jugend haben wir auch nie danach gefragt, wo kommst du her und deswegen denkst du so. Wir haben immer gefragt, wo willst du hin, was ist deine Idee von einem Europa und dieses Zusammenkämpfen gemeinsam für ein Europa, das will ich einbringen und deswegen trete ich an für die Green Primary, weil ich glaube, wir brauchen eine gemeinsame grüne europäische Kampagne, um eben die Wege, die schwierigen Entscheidungen, die ich vorhin angesprochen habe, in grüner Art und Weise zu beantworten. Vielen Dank. Das war, danke Monika, hoffentlich eine gute Frage, aber jetzt nicht so eine wahnsinnig überraschende. Wir nehmen uns heraus, an euch auch jeweils noch eine individualisierte Frage zu stellen, die ihr nicht kennt und die was mit eurer politischen Biografie zu tun hat. Ich würde vorschlagen, wir fangen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge an, nämlich mit Ska. Ska hat man ja eben auch gehört, du hast dich mit vielen Themen beschäftigt und dennoch bist du, glaube ich, schon eines der Gesichter der grünen Flüchtlingspolitik. Und da wollen wir Grüne ja viel ändern. Wir wollen Dublin II abschaffen, wir sind Chefkritikerinnen und Kritiker von Frontex und so weiter und so fort. Aber was wollen die Grünen, was willst du eigentlich an die Stelle dessen setzen? Und wie gehen wir eigentlich mit den Fragen oder auch Vorwürfen von Menschen um, die sagen, ihr Grüne überfordert Europa mit diesen ganzen Flüchtlingen, ihr überfordert vielleicht auch gerade die Erstaufnahmeländer. Was sagen wir denen, was sagst du denen? Das ist die Frage.
Ja, vielen Dank. Diese Frage bekomme ich tatsächlich öfter gestellt. Aber was mich auch immer wieder freut, ist, dass ich auch ganz oft gesagt bekomme von gerade Medienvertreterinnen und Vertretern in Brüssel, ja, ihr Grünen und du, Ska, ihr seid die Einzigen, die irgendwie eine glaubhafte Antwort auf Flüchtlings- und Migrationsfragen liefern. Die Linke ist immer irgendwie dagegen, was die Kommission so liefert, aber sie bringt halt nie eine Alternative, sie bringt nie Konstruktives ein in die Debatte. Und da, glaube ich, haben wir einiges zu bieten. Wir sagen zum Beispiel, dass wir anstelle von Dublin II jetzt 3, also der Direktive, der Regulierung, die sagt, wo müssen Flüchtlinge einen Asylantrag stellen, dass wir viel mehr darauf achten müssen, wo wollen die Leute eigentlich hin, weil es ist der absolute Wahnsinn, was wir jetzt gerade machen mit einem Verschiebebahnhof, wo die Menschen 3-4 Mal quer durch Europa geschickt werden, obwohl sie vielleicht in einem Land Familie haben oder in einem anderen Land die Sprache sprechen, aber dort dürfen sie dann nicht Asyl beantragen, nur weil die Regulierung der EU das so gesagt hat. Da wollen wir die Interessen der Flüchtlinge nach vorne stellen. Und wir sagen auch, wir wollen eben nicht diese Abschottung der Grenzen, sondern wir wollen legale Zuwanderungsmöglichkeiten haben. Es ist ja kein Wunder, dass wenn wir keine legalen Zuwanderungsmöglichkeiten haben in die EU, dass dann alle Menschen irregulär kommen müssen, wenn sie irgendwie kommen wollen. Und es gibt viele Gründe, warum die Menschen fliehen müssen. Es gibt unglaublich viel Krieg, Verfolgung, Armut und dazu trägt die EU auch sehr viel bei. Durch unsere unfaire Handelspolitik zum Beispiel, unsere Fischereipolitik, die Meere leer fischt, aber auch durch unsere Waffenexporte zum Beispiel. Und ja, dann kommt immer die Frage, aber es kommen ja dann so viele. Aber dann zeige ich auch immer auf die Zahlen, Syrien zum Beispiel. Der Krieg in Syrien hat über 2 Millionen Flüchtlinge produziert sozusagen. Davon finden sich über 500.000 in der Türkei, 500.000 im Libanon, 500.000 in Jordanien. Alles keine reichen Länder in der Europäischen Union. Da haben wir gerade mal 8.000 Flüchtlinge ausgenommen. Also diese Zahlenrelation, da muss man sich angucken. Wir als reicher Block, wir nehmen 8.000 Flüchtlinge auf. Im Libanon, die haben genug eigene Probleme. Da ist hat sich die Bevölkerung noch nicht verdoppelt, aber da ist schon ein Drittel draufgekommen. Und da beklagt sich kaum jemand. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr Verständnis auch dafür werben, dass es eben unglaubliche Fluchtgründe gibt, die sehr berechtigt sind und dass wir Menschen helfen müssen. Wir haben ein humanitäres Anliegen als Europäische Union. Wenn wir den Friedensnobelpreis entgegennehmen, dann müssen wir eben auch was tun für den Frieden der Menschen. Dankeschön, Ska. Rebecca, du warst schon mal unsere Spitzenkandidatin. Wir sind 2009 mit dem Green New Deal als unserem Rezept sozusagen für die Entwicklung Europas auch in den Wahlkampf gezogen. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Krise bewältigen. Wir wissen, dass das einseitige Spardiktat, den gerade den Krisenländern nicht helfen wird, aus der Krise rauszukommen, weil wir da nicht die richtigen Wachstumsimpulse setzen. Ist denn der Green New Deal tatsächlich noch das richtige Rezept oder müssen wir zugeben, dass wir die Patentlösung dafür jetzt auch nicht haben? Der Green New Deal ist, glaube ich, war noch nie ein Patentrezept gegen alle Probleme der Wirtschafts- oder Eurokrise, gegen alle Probleme der Rezession in den südeuropäischen Ländern. Aber wichtig ist, glaube ich, für die grünen Antworten auf die verschiedenen Krisen, die sich zuspitzen und zugespitzt haben in den letzten Jahren, dass die eine Kernidee des Green New Deal, dass die weiter verfolgt werden muss und dass man da dranbleiben muss. Das ist nämlich nicht eine Sache, die man in einer Legislaturperiode überhaupt bewältigen könnte. Ja, das muss eine Sache sein, die die Grünen weiter leitet. Und das ist ein neues Paradigma für die Entwicklung unserer Wirtschaft und unserer Industrie. Also die Grundidee der Nachhaltigkeit, dass man aus weniger Ressourcen mehr machen muss, die Vorgaben, die sich aus Klimaschutz ergeben, dass man weniger fossile Energien verbrennen darf, damit die Umwelt geschützt werden darf, die so zur Anwendung zu bringen, dass das nicht zu einer Wirtschaftsbremse, sondern zu einem Motor für wirtschaftliche und industrielle Entwicklung wird. Das ist eine Kernidee. Das ist die Kernidee, die kommt eigentlich schon aus den Programmen der Grünen, die hießen ökologisch-sozialer Umbau der Industriegesellschaft. Ja, und da müssen wir diese Ideen weiterzuentwickeln und anzupassen, das ist die Herausforderung an die Grünen in der Krise, dabei auch darauf zu achten, dass diese soziale Komponente, die soziale Verantwortung verstanden wird. Das ist,
ist, glaube ich, etwas, wo wir immer noch besser werden können. Also wenn wir sagen, ökologischer Umbau der Wirtschaft, neue Energiestrategien, erneuerbare statt Atom, erneuerbare und Effizienz statt verschwenderischen Einsatzes der Fossilen zum Beispiel, dann immer auch das Interesse der Menschen an der Frage, was sollen wir arbeiten, wie sollen wir arbeiten, wie lässt sich das alles finanzieren, mit zu berücksichtigen. Und das genau tun wir wieder auch im neuen Programm für die europäische Wahl. Und ich glaube, die Grünen müssen in dieser Frage wirklich verstehen, dass das sozusagen ein Kern unserer Programmatik ist, der die nächsten Jahrzehnte Bestand haben muss, aber immer wieder neu angepasst werden muss. Atomausstieg war der Anfang und es wird in vielen Bereichen weitergehen. Danke, Rebecca. Monika, dein Name wird verbunden mit dem Kampf um europäische Bürgerinnen und Bürgerrechte. Und da sagen einige, der Kampf um diese Bürgerrechte, der wird im 21. Jahrhundert entschieden im Internet. Siehe NSA, Snowden und so weiter und so fort. Was kann Europa da tun? Reicht es für mehr als Symbolpolitik? Kann Europa wirklich effektiv beispielsweise die Daten seiner Bürgerinnen und Bürger schützen? Ich glaube, dass die Datenschutzgeschichte oder Thema muss sehr viel mit Demokratie verbunden sein. Das heißt, dass die Leute muss nicht nur über die Privacy sich kümmern, sondern über eine Rahmen, die sich den Gewalt gibt, eigentlich um die Entscheidungen teilnehmen zu können und zu fühlen, dass dieser Rahmen legitim ist. Weil sonst, wenn wir nicht diese Verbindung machen, dann auch die Datenschützen bloß ist. Das heißt, es ist etwas, die nur technisch ist und keine Seele hat. So, ich glaube, dass die Stärke unseres Gespräch über die Datenschützen ist gerade das. Es ist nicht eine Geek-Geschichte, es ist eine demokratische und bürgerrechte Geschichte auch. Und das erlaubt uns zu sagen, dass heute dieser Kampf nicht vorbei ist. Auch wenn die NSA nicht da gewesen wäre. Das wurden auf jeden Fall die europäischen Bürger nicht genug Rechte haben. Und ich glaube, dass in den nächsten Wahlen müssen wir wirklich nicht nur in Deutschland, aber vor allem vielleicht in anderen Ländern eine klare Verbindung finden zwischen die Notwendigkeit, bessere Demokratie auf europäischer Ebene zu haben, um die Leute legitim politisch auf europäischer Ebene zu machen. Und was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass es gibt, wir müssen Regulierung, also neue Gesetze zum Beispiel über Datenschutz vielleicht machen, aber vor allem, wir müssen unsere grünen Vorschläge auch an alle diese Themen verbinden. Weil ich glaube, dass nicht alle die Wähler verstanden haben, dass die Datenschützen oder die Bürgerrechten zusammen verbunden sein müssen mit verschiedenen Politiken an europäischer Ebene, die, wie Rebecca gesagt hat, die Green New Deal etwas zu tun haben. Dankeschön, Monika. Vielen Dank. Ich finde zwar, dass Monika eigentlich noch eine Bonusminute kriegen muss, weil sie das hinkriegt, mit ihrem charmanten Deutsch hier an dieser Diskussion teilzunehmen. Und ich finde das bewundernswert, wie du das alles übersetzt in dieser Politsprache. Wir sind schon in unserer zweiten Runde damit. Und die haben hier Fragen aus dem Publikum. Die haben hat unser Team schon vorausgewählt. Ihr seht an den Farben der Zettel, dass es quotiert ist. Ich reiche einfach nachher Daniel mal eine Frage rüber und fange jetzt aber mit der anderen wieder in umgekehrter Reihenfolge an. Die erste Frage geht an dich, Monika. Was kann die EU in Sachen Geschlechtergerechtigkeit bewegen? Und die Fragestellerin ist Sandra aus der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik in Berlin.
Entschuldigung, ihr habt wieder 2 Minuten jeweils. Ja. Ich glaube, dass die Entschuldigung. Wie? Ja, geschlechtergerechte. Ich verstehe, aber ich kann das nicht sagen. Es ist eigentlich die typische föderalistische Topic. Ja? Das heißt, es hat einen Wert an lokale, an nationale und europäische Ebene Wert. Und ich glaube, dass an europäischer Ebene es gibt einen Platz für eine Gesetzgebung und es gibt auch einen Platz für eine Praktik. Zum Beispiel, ich glaube, dass die Grünen haben wirkliche Innovationen im Parlament gebracht. Ja, es war eine grüne Initiative vor eine lange Zeit, wie Crash, wie sagt man, wo die Kinder sind, ja, die Krippen zu bringen. Und es ist natürlich die Grünen, die diese Geschichte der Co-Vorsitzenden im Parlament gebracht haben. Und natürlich, wir sind glaubwürdig, wenn wir sprechen über die Notwendigkeit, eine Geschlechtergerechtigkeit in Leadership-Plätze zu nehmen. So, ich glaube, dass die Praktik und die Gesetzgebung sind an europäischer Ebene wichtig, sehr wichtig und möglich. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir müssen die kulturelle, nationale und lokale Themen auch in Aufmerksamkeit bringen. Wir können nicht alles durch Europa machen, aber als Grüne, wir sind die Beste und wir haben eine große Glaubwürdigkeit über diese Geschichte und wir müssen auf jeden Fall das in die Wahlen benutzen. Die nächste Frage aus dem Publikum geht an dich, Rebecca, und sie lautet, wie könnten die EU-Fonds besser genutzt werden, vor allem in den neuen EU-Mitgliedstaaten, und wie kann es dabei transparent zugehen, ökologisch und gesellschaftlich sinnvoll? Und der Fragesteller ist ein ungarischer Parteifreund, dessen Name ich bestimmt falsch ausspreche, Gáber Erős. Oder? Dankeschön. Also erstens, wir haben eine Auseinandersetzung um den größten Fonds, ja, nämlich den Fonds für Agrarförderung, den haben wir verloren. Wir haben es nicht geschafft, die Agrarförderung in Europa gerechter zu machen durch die Kappung der Direktzahlungen an die Landwirte. Es wird weiter so sein, dass 80% der Agrarmittel an 20% der Betriebe in der Europäischen Union gehen. Die Unwuchten werden sich durch diese Entscheidungen sogar verschärfen. Wir hätten diese Fonds wahnsinnig gerne verwendet, um nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Regionen überall in Europa voranzutreiben. Der Kampf darum wird weitergehen, weil nach der Reform ist in Europa immer vor der Reform. Also weitermachen. Zweitens, hier vorne sitzt ja Elisabeth Schröter, die führt diesen Kampf um die richtige und nachhaltige Verwendung der Fördermittel der Europäischen Union seit sehr langer Zeit. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es gelingt immer wieder auch die Ideen nachhaltiger Entwicklung und der Förderung grüner Ideen, der Förderung auch von nachhaltigen Beschäftigungsmodellen, von sozialen Projekten über Europa zu verankern. Aber die ganz große Idee, die auch im Zusammenhang mit dem Green New Deal wichtig wäre und die jetzt eine gute Antwort auf die Krise wäre, nämlich mehr von diesen Fördermitteln systematisch in ökologischen Umbau zu investieren, diese große Idee ist uns noch nicht so richtig geglückt durchzusetzen. Wir hätten sehr viel mehr Mittel, um das zu machen. Und leider leiden diese europäischen Fonds bis heute darunter, dass mehr
Klimaschaden, ja, durch die Verausgabung dieser Mittel angerichtet wird, als dass wir dem Klima nützen durch eine andere Schwerpunktsetzung im Verkehrsbereich, im Energiebereich etc. etc. Städtebau wäre ein gutes Feld dafür, damit anders umzugehen. Aber wenn ich das jetzt sage, ja, dann ist das eine Kritik an dem Ist, ein Stolz darauf, dass wir in einigen Bereichen was ändern konnten und eine Aufforderung, Grüne zu wählen, damit in Europa anders gehaushaltet wird. Danke, Rebecca. Du hast recht, du hast mir die Frage gegeben an Ska. Ska, was kann die EU in Sachen Geschlechtergerechtigkeit bewegen? Und die Frage kommt von Sandra aus der LAG Frauen und Geschlechterpolitik. Ja. Danke für die Frage, Sandra. Ich glaube, die EU kann eine ganze Menge bewegen im Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun, wenn wir uns alleine die Spitzenjobs eben angucken, der Europäischen Union, der EZB etc., wo immer wieder nur Männer vorgeschlagen werden. Da könnte man also mit gutem Beispiel vorangehen. Okay, wir tun das jetzt, wir haben 3 Kandidatinnen, wir haben einen Kandidaten und das wäre dann sicherlich in der Gesamtaufstellung, dann später mit den anderen Spitzenkandidatinnen der anderen Parteien sicherlich auch nicht schlecht. Aber darüber hinaus kann die EU auch einiges politisch machen. Sie kann zum Beispiel dazu beitragen, dass es besseren Mütterschutz gibt. Sie kann dazu beitragen, dass Frauenrechte mehr verankert werden. Klar, die EU kann nicht alles machen. Es findet auch viel auf Mitgliedstaatenebene statt. Und gerade bei Fragen genereller Art der patriarchalen Dominierung und so weiter, wird es schwer, das mit Gesetzen zu regeln. Aber es gibt trotzdem einiges, zum Beispiel bei eben Fonds sehr stark darauf zu achten, dass es geschlechtergerecht abläuft, mehr auf Gender Budgeting zu achten, gerade auch auf der EU-Ebene, damit eben Mittel auch geschlechtergerecht ausgegeben werden, weil da hakt es ja immer, ne? Man kann viel auf Papier schreiben, aber solange die Mittel dafür nicht da ist, ist noch gar nichts gewonnen. Und ich glaube, auch im Parlament könnte man da noch einiges drehen. Ihr habt ja sicherlich die Kontroversen mitbekommen oder eventuell die Kontroversen mitbekommen, die wir im Europäischen Parlament hatten. Wir haben die immer wieder, wenn es darum geht, um die Selbstbestimmungsrechte der Frauen. Da haben wir, stehen wir regelmäßig gegen Konservative, die meinen, Abtreibung, das sei ja gegen das Recht auf Leben und das müsste man schleunigst unterbinden. Und da haben wir wirklich starke Kämpfe und da bin ich auch immer wieder geschockt, wie Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU sich da häufig in Abstimmung verhalten. Und das, finde ich, müssen wir auch publik machen, wie die Parteien, die sich hier immer so halbwegs modern geben und irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen, das überhaupt nicht der Fall ist und wie sie in Europa ihre ganz, ganz altbackene, patriarchale Seite raushängen lassen. Deswegen brauchen wir mehr Geschlechtergerechtigkeit auch auf der Europäischen Union, sowohl auf praktischer als auch auf legislativer Ebene. Dankeschön, Ska. Und jetzt kommen genau die Twitter-Fragen. Okay. Ich habe eben schon gesehen hier auf unserer Twitter-Wall, dass Leute sich da wünschen, dass bestimmte Fragen gestellt werden sollten. Das kann man, wie ich vorhin sagte, auch einfach machen mit dem Hashtag Green Primary und dem Hashtag Ask und dem entsprechenden Namen. Aber Bettina, was für eine Frage haben wir? Es gibt eine Frage, die an alle geht. Können wir das so machen? Gut. Ausnahmsweise. Wir haben ja ein bisschen Zeit gewonnen, dadurch, dass José krank ist. Insofern stellen wir die Frage. Und das im Nachgang der Geschlechtergerechtigkeit. Positive Diskriminierung ist doch erlaubt bei uns. Affirmative Action. Die Frage ist, bist du, seid ihr für EU-Mindeststandards für Minimum Income, also Mindestlohn, genau. Mindeseinkommen? Okay, also bist du für EU-Mindeststandards für ein Mindesteinkommen?
Ist die Frage klar, muss ich jetzt dumm fragen? Ist die Frage nicht klar? Wie würde man die sinnvoll übersetzen? Ist es Grundsicherung oder Mindesteinkommen? Mindesteinkommen. Mindestlohn. Ja. Vielleicht erweitern. Okay. Ich würde vorschlagen, dass als Debatte über Grundsicherung, bedingungslose Grundsicherung zum Verstehen. Dazu ist ja. Und soziale Sicherungssysteme, die jenseits der nationalen Ebene auf europäischer Ebene eingezogen werden sollten, ja oder nein, das ist, finde ich, eine spannende Frage und ja, die an euch geht. Skarvit, magst du anfangen? Auch gerne. Ich finde nämlich die Frage um soziale Mindeststandards auf europäischer Ebene eine sehr, sehr spannende. Und die müssen wir auch auf jeden Fall intensivst führen. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ich würde mir sehr wünschen, dass die EU mehr auf der sozialen politischen Ebene agiert, mehr macht für die einzelnen Menschen, damit die auch wirklich davon was merken, was die EU für sie macht. Aber das bringt natürlich das Problem mit sich, dass wir auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche soziale Standards haben, dass wir sehr unterschiedliche soziale Konzepte und Systeme auch haben. Und wir müssen es eben hinbekommen, dass wir niemanden schlechter stellen in den verschiedenen Mitgliedstaaten, sodass, weiß ich nicht, Menschen in Spanien sagen würden, jawohl, wir sind für soziale Mindeststandards, weil wir erhoffen uns was davon. Und dann Menschen aber in Schweden denken, um Gottes Willen, sie wollen uns quasi an das, was wir erreicht haben. Da müssen wir eben, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen es hinbekommen, dass ein soziales Europa Mindeststandards für alle setzt, die wirklich allen Menschen etwas bringen und auch in ihrer Verschiedenartigkeit in den verschiedenen Mitgliedsländern. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, einen gemeinsamen einheitlichen europäischen Mindestlohn zu setzen, weil wir ganz unterschiedliche Kosten haben in Mitgliedstaaten, wenn es darum geht, wie viel Zeit für die Miete etc. Das ist ja auch in verschiedenen Regionen schon innerhalb von Ländern unterschiedlich. Aber die Frage ist schon, wie kriegen wir es hin, gemeinsame soziale Mindeststandards zu haben, sodass wir eben kein Sozialdumping haben. Wir befinden uns ja auch in einem gemeinsamen sozialen, in einem gemeinsamen Währungsraum. Und die Frage von sozialen Mindeststandards ist nämlich auch eine makroökonomische, ne? Also wenn wir untereinander Wettbewerb haben zwischen den Mitgliedstaaten, aber keine Absicherung, keine Social Floors, keine Mindestsicherung, die sich irgendwie gleicht in den verschiedenen Mitgliedstaaten, dann kreieren wir unfaire Wettbewerbsbedingungen. Und da müssen wir rauskommen. Wir brauchen soziale Mindeststandards, davon bin ich überzeugt. Aber ich finde, es ist eine ganz spannende und wichtige Frage, wie kriegen wir das hin, sodass wirklich alle was davon haben und niemand in den Rechten, die sie jetzt gerade haben, bedroht wird. Also wie wichtig das in einem Detail zum Beispiel sein kann, das zeigt sich ja gerade an der Diskussion über Freizügigkeit für Rumänen und Bulgaren, die jetzt das Recht haben, in Deutschland sich Arbeit zu suchen, die aber auch einige soziale Rechte brauchen werden, damit diese Freizügigkeit funktioniert. Wir hatten spannende Debatten darüber in Weimar, wie man ja unter europäischen Rechten, ne, die garantiert werden, dann Anpassungen vornehmen kann und muss für diejenigen, die jetzt Freizügigkeit genießen, wo die Grenzen davon sind. Und so geht es eben nicht nur Deutschland, sondern diese Diskussion, die wird in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter dem positiven Aspekt Freizügigkeit beantwortet werden müssen. Was Gar gesagt hat, würde ich noch mal aufgreifen und versuchen zu entwickeln, weil wir sind in diesen Krisenjahren jetzt damit konfrontiert worden, dass es nicht nur nicht ein einheitliches europäisches Sozialmodell gibt, sondern dass einige Mitgliedstaaten in Europa weit davon entfernt sind, so einen Sozialstaat aufgebaut zu haben, wie Deutschland oder die Nordeuropäer das gemacht haben. Dass man in Griechenland in diesen Krisenzeiten nach 6 Monaten ja, Arbeitslosigkeit aus allen sozialen Sicherungssystemen rausfliegt. Nicht einfach von Arbeitslosengeld auf Hilfe oder Hartz IV dann umsteigt, ja, sondern nichts mehr kriegt, dass man keine soziale Absicherung mehr hat. Das ist eben nicht nur eine griechische Wirklichkeit, sondern ausgehend von der Einsicht, wie schlimm das da ist, stellen wir jetzt fest, in wie vielen Ländern der EU das so ist. Und deswegen glaube ich, dass eine Europäische Union, die ja nicht nur
für Freiheit und Demokratie, sondern auch immer für die Perspektive auf besseres Leben gestanden hat. Also nicht jeder soll reich werden, aber jeder soll eine bessere Perspektive auch für sich sehen können, dass die Europäische Union ganz dringend verbindlich werden muss mit Mindeststandards im sozialen Bereich. Das wird nicht gleich der deutsche oder der skandinavische Sozialstaat für alle sein, aber verbindliche Ziele, wie wir sie fürs Klima wollen, müssen wir auch für den ganzen sozialen Bereich haben. Ich habe immer bevorzugt, über gemeinsame Standards, nicht Mindeststandards zu sprechen. Ja? Und ich glaube, dass das bedeutet natürlich nicht, dass wir müssen dieselbe Nummer überall haben, aber dass es ist so wahnsinnig wichtig, in diese soziale Politik eine Idee zu geben, dass es ist möglich, Rechte, mehr Rechte aus Europa zu kriegen. Weil jetzt eine der Probleme der Legitimität von Europa ist gerade, dass viele Leute denken, dass Europa, also die Europäische Union, die Rechte herausnimmt. Und deswegen, wenn wir wollen unsere Leute mobilisieren, nicht nur hier, sondern in der ganzen Europa, müssen wir dieselbe Sprache hier und Rumänien, Italien, Griechenland haben. Und ich glaube, dass es ist völlig möglich, dass Europa ein Sozialraum wird. Es ist noch nicht. Und ich glaube, dass wir haben ein echtes Risiko zurückzukommen. Und deswegen Business as usual ist wirklich nicht das Antwort. Und ich glaube, dass es gibt eine Dringlichkeit, dass wir als Grüne diese Themen herausnehmen, vielleicht in einer klarer Art, auch wenn das bedeutet, vielleicht nicht so präzise zu sein. So, natürlich bin ich nicht dafür, dass alle die Leute kriegen dieselbe Mindestlohn. Aber die Idee ist wichtig, wirklich, ist wirklich wichtig, dass die ganze Europäische Union Bürger und Bürgerinnen können über diese Rechte als Europäer gehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir müssen so viel Geld also spenden oder so weiter. Aber das bedeutet, dass Europa nochmal einen Sinn hat für die Leute, die heute keine Rechte haben. Und ich glaube, dass was Rebecca beschreibt ist gerade eine Situation, die für einen Europäer ganz unerträglich ist. Und kann nicht sein, dass die Rechte oder die Austeritätspläne so umgesetzt werden, dass diese Konsequenzen bringen. So, wir können nicht trennen die Diskussion über die Sozialeuropa von der Diskussion, wie die Austeritätsplanen sich wie die Austeritätspläne auch auswirken. Die sind verbunden, weil es ist nicht, und ich ende hier, aber es ist nicht by accident zufällig, dass die Griechen sind in die Lage, die Rebecca beschreibt ist. Und es gibt natürlich eine griechische Verantwortlichkeit, aber es gibt auch eine europäische Verantwortlichkeit. Also wir können wirklich nicht diese zwei Sachen trennen. Danke sehr. Uns hat noch eine weitere Anfrage über Twitter erreicht, die ich ebenfalls gerne euch dreien stellen würde, und zwar aus den Niederlanden von Jasper Blom. Der erhofft sich auch von dieser Debatte, dass ihr was sagt zu dem Thema Finanzkrise und wie man sie löst, aber wie man sie vor allem auf eine grüne, auf eine solidarische Art und Weise löst. In zwei Minuten. In zwei Minuten natürlich, völlig klar.
Krise lösen. Sind erschwerte Bedingungen. Ich glaube, wir hatten unsere Debatten schon Wirtschafts- und Finanzkrise lösen in einer Minute, richtig? Also haben wir auch hingekriegt. So, Wirtschafts- und Finanzkrise, wie, weil ich glaube, ich würde das gern zusammendenken, wie kommen wir da raus aus einer, in einer grünen Art und Weise? Zum einen müssen wir natürlich Finanzmärkte stärker regulieren. Da haben wir ja zum Beispiel den Bankenabwechslungsmechanismus, der jetzt gerade verhandelt wird mit dem Rat. Wir müssen Schranken einsetzen für die Banken, damit sie nicht weiter einfach wild mit Kapital um sich werfen können, ohne jede Regulierung, ohne jeden Nutzen auch für die reale Wirtschaft und für die Menschen, die in Europa leben. Wir müssen wegkommen von auch von der Idee, dass wir immer weiter Wachstum brauchen, dass das unser Ziel ist, als ob wir zum Schluss alle glücklich sind, wenn wir hohe Wachstumszahlen haben, als ob Wachstum ganz konkrete Auswirkungen hätte auf zum Beispiel, was für Arbeitsplätze es gibt, ob es mehr Arbeitsplätze gibt, was es über unsere Lebensqualität aussagt. Und leider ist die Kommission und sind die Mitgliedstaaten sehr in diesem Wachstumsdenken verhalten und sehr in diesem Wettbewerbsgedanken von wegen, die Mitgliedstaaten müssen miteinander Wettbewerb betreiben. Stattdessen müssen wir eben viel mehr, oder wir müssen auch wegkommen von diesem blinden Spardiktat, was Monika angesprochen hat. Wir müssen wegkommen von der Idee, dass wir uns aus der Krise einfach raussparen können, indem wir Löhne kürzen, indem wir Pensionen kürzen, indem wir Menschen aus ihren Wohnungen schmeißen. Das funktioniert nicht. Wir müssen als Grüne die Lösung anbieten, des Green New Deals, den wir schon aufgestellt haben. Und zwar brauchen wir mehr Investitionen. Und zwar in nachhaltige, in ökologische Jobs, in eine nachhaltige und ökologische Transformation der Wirtschaft, egal wie wir es dann nennen. Denn die Jobs, die wir brauchen, das sind nicht einfach irgendwelche Jobs, zum Beispiel in der Kohle, die sowieso nur 10 Jahre halten und die gleichzeitig unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage kaputt machen, sondern wir brauchen eben Jobs in der Green Economy, aber das bedeutet eben auch nicht nur bei dem Windräderbau, sondern für mich heißt das auch, dass wir in die Bereiche investieren, zum Beispiel Bildung, die eben wirklich Zukunftsinvestitionen sind, oder in den Pflegesektor, wo wir unglaublich viele Arbeitsplätze brauchen, wo wir unglaublich viele Menschen brauchen, die sich um die älter werdende Bevölkerung kümmern, die soziale Dienstleistungen anbieten. Aber diese Jobs sind völlig unterbezahlt momentan, sind keine guten Jobs und es gibt viel zu wenig Menschen, die sich überhaupt selbst erlauben könnten dazu. Und da rein müssen wir investieren. Das sind die Jobs der Zukunft und nur so kommen wir aus der Krise mit grünen Investitionen und mit einer stärkeren Finanzmarktregulierung. Dankeschön. Also die ganze Krisendebatte hat ja schon 2008 angefangen und wir haben dann in Europa zuerst richtig reagiert, als Griechenland kurz vorm Absturz war. Und ich bin bis heute noch der Meinung, dass es damals überhaupt keine Alternative gegeben hat zu diesen Entscheidungen, zunächst mal die Banken zu stabilisieren, auch im wohlverstandenen Interesse von vielen, vielen Sparern in Deutschland und in anderen Ländern, deren Banken damals sonst mit in die Krise hätten rutschen können. Aber was ich für einen großen Fehler halte seither, ist, dass wir Banken stabilisiert haben, dass wir die Lasten dieser Bankenstabilisierung aber umverteilt haben über diese Austeritätsprogramme auf die Schultern derjenigen, die bestimmt nicht alleine oder zuvorderst verantwortlich gewesen sind für das, was da auf den Finanzmärkten passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass jetzt als allererstes notwendig ist, dass man aufhören muss, sich nur immer um die öffentliche Verschuldung zu kümmern und sich nicht wirklich zu kümmern um das, was im Argen liegt im gesamten Finanz- und Bankensektor, und dass deshalb diese Idee, die Sven Giegold unter anderem mit vorantreibt, diese Bankenunion und die Möglichkeit, kranke Banken, kaputte Banken, die zu viele Risiken angehäuft haben, tatsächlich so abzuwickeln, dass nicht wieder die gesamte Belastung bei den vielen kleinen Leuten liegt, dass das ganz Wichtige ist, was zwischen heute und dem Beginn der ersten Hälfte der nächsten Legislatur in Brüssel unbedingt passieren muss. Ich weiß, dass Leute denken, das passiert schon vorher oder die Grundlagen werden vorher gelegt, aber diese Auseinandersetzung, die ist total hart, und da wird eben seit 2008 auch dieser Finanzmarktregulierung wahnsinnig viel in den Weg gelegt.
Und das Zweite, was ich nur verstärken will, ist Maßnahmen gegen die Rezession, Maßnahmen gegen eine Arbeitslosigkeit, die in Südeuropa eher den Charakter einer Depression unterstreicht. Diese Maßnahmen aus grüner Sicht natürlich im Zusammenhang immer mit Nachhaltigkeitsideen, die dürfen nicht länger auf die lange Bank geschoben werden. Und ich finde das fatal, dass erst die Bundestagswahl ausgesessen wurde von der deutschen Regierung und jetzt schon wieder irgendwie so eine Hängepartie bis zur Europawahl droht, weil man sich da nicht entscheiden kann. Das sind Maßnahmen, die könnten Europa wieder stabilisieren und könnten auch diesen Ruck, den es zugunsten von Rechtspopulisten in vielen Ländern gibt, könnten das wirklich stoppen. Danke, Rebecca. Ich glaube, dass auch wenn, wie ich, ein wenig in der Politik bin seit einer langen Zeit, man kann wirklich erstaunt sein. Und ich muss sagen, dass ich bin erstaunt, dass nach 5, 6, 7 Jahren, dass wir in dieser Krise sind, die finanzielle Welt, also die Finanz, die Banken und so weiter, es geschafft haben, nicht eine Totaländerung der Situation wir sind, ich sage nicht, dass wir sind wie in 2007, aber wir sind nicht in so einer verschiedenen Lage, wie wir das gedacht hätten. Und ich glaube, dass das ist etwas, die wir als Grüne, die jetzt in eine Wahlkampagne gehen, wirklich mit viel Aufmerksamkeit nehmen müssen. Weil es ist klar, dass die Evidenz der Katastrophe, der finanzielle Casino, hat nicht eine genügende Regulierung gebracht und eine genügende Wechsel in die Ideologie gebracht der Kommission, der Mehrheit des Parlaments, aber ich, und auch der Mehrheit der Regierungen gebracht. Und das ist ein Problem, das wir wieder in der nächsten Legislaturperiode angeblich in uns bringen müssen. Und ich glaube, dass die Deutschen haben eine hervorragende Verantwortlichkeit hier. Ihr müsst unbedingt dieses Thema, als wir als Europäische Grüne, am Kern der Kampagne bringen, weil zum Beispiel, wir können nicht sagen, dass die Banking Union eine Realität ist. Und warum ist nicht eine Realität? Weil Deutschland und andere Regierungen nicht diese Realität in also diese Entscheidung, die vor einem Jahr ungefähr möglich scheinte, am Ende gebracht haben. Und das ist nicht etwas, die gleichwürdig ist. Es ist wichtig, dass wir nicht diese Regulierung nicht haben. Es ist wirklich ein Problem. Und ich war noch im Parlament an die Platz von Rebecca in 2007, wenn wir am ersten Mal als Grüne sind gegangen, um McCreevy und Barroso zu sagen, du musst die Banking-Sektor regulieren. Und das haben dort gesagt, nein, das ist wirklich nicht möglich, dass wir unser ökonomisches System hampeln. Ja? Und deswegen, ich glaube, dass wir müssen zurück über sehr kleine sehr einfache Botschaften gehen. Wir brauchen eine Banking Union und wir brauchen eine Mehrheit, diese Banking Union zu bringen. Und wir müssen unbedingt die Debatte über, wie die Banken lenden an die Ökonomie, wiederbringen, weil es ist nicht eine technische Sache, es ist eine einfache politische Botschaft, die wir als Grüne bringen müssen. Dankeschön. Ihr könnt alle einmal durchatmen. Unsere Kandidatinnen sind natürlich jetzt, wo sie nur zu dritt sind, im Dauereinsatz sozusagen. Wir kommen jetzt zu der nächsten Publikumsfragenrunde von hier, also zu den schriftlichen Fragen, haben danach nochmal ein paar Fragen, die uns getwittert wurden und kommen dann zu einer Abschlussfrage an euch alle. Das heißt, ihr müsst euch noch auf ein paar Fragen einstellen und dann sage ich aber schon mal, spätestens um 3:15 Uhr, um 15.45 Uhr ist Pause, ist eine Kaffeepause. Da gibt es auch Kaffee und hoffentlich auch was Süßes, genau. Bis dahin sind wir hier unterzuckert. Gibt es auch was Süßes hier draußen und dann machen wir weiter. Das wird Mirko euch erklären, nur dass ihr wisst, wie es jetzt weitergeht. Also, einmal durchatmen und dann wieder konzentrieren. Wir steigen in die nächste Fragerunde ein.
Monika, es geht schon wieder weiter. Genau. Die Frage kommt wieder von unserem glücklichen Gewinner. Ich werde deinen Namen jetzt nicht wiederholen. Dankeschön. How could European funds be used in a more effective, transparent and just way in new member states? Focus is on new member states. Ich glaube, dass die Kernpunkt ist Kontrolle und Transparenz. Ich war eigentlich erstaunt zu wissen, dass die Art, wie die Fonds gespendet sind, ist eigentlich nur ein Problem der nationalen oder regionalen Autoritäten und dass die Leute, die kontrollieren sollten, sind sehr wenig. Für Italien 3. Kannst du Milliarden mit 3 Leuten kontrollieren? Nein. No. Ja? Und ich glaube, dass die Zentralisierung und die Möglichkeit an die europäischen Autoritäten eine richtige Kontrolle und Transparenz über die Kontrolle zu geben, ist wirklich ein Kernpunkt. Natürlich, die Mehrheit des Parlaments und des Rates muss auch die Kriterien klar haben. Aber die Kriterien sind nicht genug und ich will ein kleines Beispiel geben. Mit Michael Kramer haben wir uns über die transeuropäischen Netze sehr viel gekümmert und arbeitet. Und wir haben einige Projekte als total dumm behauptet. Ja? Und wir wollten nicht, dass diese Tunnel und also Züge und so weiter, ja, exactly. Aber wir hatten in die Kriterien, das Parlament hatte gesagt, dass es war nicht möglich, Geld zu geben, wenn nicht einige Kriterien respektiert wurden. Aber politisch die Kommission und auch die Mitgliedsländer haben die Möglichkeit gegeben, diese Kriterien nicht zu respektieren. Und das in total untransparenten Verfahren. Und deswegen, ich glaube, dass für Geld brauchen wir natürlich gute Kriterien. Und wir haben einige Bataillen im Parlament gewonnen, aber das ist nicht genug. Mehr Leute um die Kontrolle und mehr Transparenz. Gut, dann geht die nächste Frage an Rebecca. Was willst du gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa machen? Die Frage kommt von Carola aus der LAG Wirtschaft und aus unserem Landesvorstand. Also die Jugendarbeitslosigkeit, das muss man immer davor sagen, ja, war in Griechenland und in Spanien schon ein Problem vor der Krise. Die hat sich durch die Krise und durch große wirtschaftliche Probleme infolge der Austeritätspolitik wahnsinnig verschärft und ist jenseits der allgemeinen Arbeitslosigkeit ein richtig großes Problem, weil sich, wenn man sich Griechenland anguckt oder Spanien anguckt, diese Perspektivlosigkeit, ja, für junge Leute, auch junge, gut ausgebildete Leute. Es sind nicht nur Leute, die Schule oder Universität abgeschlossen haben oder nicht reinkommen, sondern es sind viele gut ausgebildete Leute dabei, die sogar schon gearbeitet haben. Und diese fehlende Perspektive, die legt sich im Moment über die ganze Reformdebatte in diesen Ländern, diese Zukunftsangst legt sich darüber wie Mehltau. Ja, und es ist deshalb wahnsinnig wichtig, dass Programme, die jetzt schon lange diskutiert werden, die in der Jugendgarantie immer anklingen, die auf diese Länder zugeschnitten Jugendlichen Perspektiven geben, dass die passieren. Wir sind mit unseren ganzen Forderungen für die Antirezessionspolitik sind wir immer auch mit der Begründung der Jugendarbeitslosigkeit seit Jahren jetzt angetreten. Wir treten darüber hinaus als Grüne dafür ein, dass wir in den Reformländern Mittel der Europäischen Union verfügbar machen in sozusagen Mikrokreditprogrammen, die auf diese Lagen der jungen Arbeitnehmer in den Ländern zugeschnitten worden sind, sodass nicht das passiert, wovor alle jetzt noch mehr Angst in diesen Ländern haben, dass einfach nur ein Brain Drain der gut ausgebildeten Leute von Nord nach Süd passiert, sondern dass mit wenig Geld, mit wenig Aufwand, mit wenig Verwaltungsaufwand eben auch gut zugeschnittene Programme für junge
junge Leute in diesen Ländern verfügbar gemacht werden müssen. Was ich immer noch dazu sage, ist, der Fokus auf Südeuropa, der ist richtig, aber es darf der Osten nicht aus den Augen verloren werden, weil die Lage der jungen Leute in Ungarn, Rumänien oder Bulgarien ist keineswegs besser als die Lage der jungen Leute in Südeuropa. Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht zwei, drei organisatorische Dinge. Zum einen, ich hätte gerne noch ein paar mehr Fragen. Und zwar nicht, weil wir hier nach Lust und Laune Fragen aussortieren, sondern wir würden gerne möglichst viele verschiedene Themen anschneiden und möchten ungern, dass sich die Fragen doppeln. Deswegen hätte ich gerne noch welche. Zweitens, ich sehe da hinten so eine Neuköllner Gesprächsgruppe. Und die ist so laut. Ja. Hey Neukölln. Genau. Macht das draußen. Oder seid leise. Danke. So, und drittens, ja, Micha Kramer, ich weiß, das ist dein Kreisverband, aber deswegen darf ich das auch. Und drittens habe ich eine Frage, ebenfalls aus dem Netz, die geht eigentlich an alle, das machen wir jetzt nicht mehr, ich finde die aber wichtig. Sie kommt nämlich aus Großbritannien, da hat sich ein Brite viel Mühe gegeben mit seinem Deutsch und Scar, ich würde sie dir einfach gerne stellen. Was würden alle mit Great Britain machen? Lass Great Britain den EU verlassen oder irgendwie Great Britain in eine EU-Demokratie einbinden? Vielen Dank, die ganz großen Fragen kommen jetzt. Was machen wir mit Großbritannien? Ja, letztendlich müssen das die Britinnen und Briten selbst entscheiden natürlich, was sie mit ihrem Großbritannien machen wollen. Ich will da auch keine großen Tipps geben, aber einen hätte ich trotzdem. Und zwar finde ich es immer sehr interessant, den Tipps gebe ich auch immer gerne Schweizerinnen und Schweizern, dass es immer sehr interessant ist, wenn einzelne Mitgliedstaaten oder nicht ganz so Mitgliedstaaten sich auf einzelne Themen verpflichten, dass sie verpflichtend mitmachen, Schweiz bei Schengen zum Beispiel oder Großbritannien bei allen möglichen Sachen, aber eben nicht bei Schengen. Haben sie eben keine Mitentscheidungsrechte, sondern müssen immer alles mitmachen, was die anderen auch machen, aber sie haben selbst kaum dann Möglichkeiten zur Entscheidung. Und wenn das Großbritannien blüht, wenn sie so halb aussteigen, aber nicht ganz, dann würde ich davon eher abraten, weil es ist nicht so amüsant, wenn man wirklich alles das umsetzen muss, was in Parlamenten, was in Ministerräten etc. entschieden wird, aber man selbst eigentlich nicht wirklich mit am Tisch sitzt. Das wäre sehr skurril, wenn Großbritannien diese Möglichkeit aufgibt. Das sind dann Schweizer Verhältnisse, und die Schweiz hat eben kaum Einflussmöglichkeiten auf das, was im Schengener Raum passiert, was bei Dublin zum Beispiel passiert. Nicht, dass das unbedingt immer positiv wäre, was wir dann an Einfluss erwarten könnten. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dann zu gucken, will man Entscheidungen mittreffen, will man da mitmachen an diesem Projekt oder will man nicht mitmachen, aber Rosinen rauspicken, finde ich, das geht nicht. Das geht einerseits nicht für den Rest der Gemeinschaft, aber es funktioniert eben auch nicht für Großbritannien, weil es gibt eben nicht nur Rosinen, es gibt auch das Gegenstück zu Rosinen, weiß ich nicht. Es gibt auch die Würmer im Apfel und die muss man dann eben auch mitnehmen. Und wenn man die nicht haben will, wo wir natürlich würmerfreundlich sind als Grüne, dann muss man eben die Würmer sanft umsiedeln und kann sich nicht einfach so. Und kann nicht einfach so tun, als ob sie nicht da wären und einfach so den anderen überlassen. So, Punkt. Ich hoffe, Okay. Ich habe mich verständlich ausgedrückt. Absolut. Danke. Wir haben verstanden, dass du für die Würmerumsiedlung plädierst. mehrere Fragen von Frauen ist bei uns immer möglich. Insofern haben wir eine nächste Runde. Ich gebe das Mikro auch gleich an Monika dann weiter. Die kommt von Delfine und Romeo aus Ludwigshafen, ungefähr. Und ich übersetze mal, also, ich verstehe das so, von den jetzigen Projektgeldern, Fondsgeldern für Roma, in der Dekade für Roma, die gerade, glaube ich, zu Ende gegangen ist, sind nicht viele Gelder bei den Roma angekommen. Das lag auch an Korruption. Und die Frage ist, Monika, haben wir Grünen neue Ideen für den Kampf gegen solche Art von Korruption? Erstens will ich etwas sehr klein über diese Geschichte von Großbritannien sagen, als Grün. I think we should go there and have a very big, if they make the referendum, and really have a big campaign in favor of the UK remaining.
But as Scar said, not halfway. If you're in, you're in. Otherwise, bye-bye. I really think that things should be done in this way. Über die Roma, ich glaube, dass es ist auch eine wie gesagt, föderalistisches Thema. Das heißt, also es gibt sehr viel über nationale Ebene, die gemacht worden muss, werden muss, weil es ist nicht nur eine Tatsache von Politiken und Geldern. Es ist auch eine große kulturelle Geschichte dort zu tun. Es gibt viele Sachen, die zusammenhängen. Und in Italien haben wir seit einigen Jahren eine große Krise gehabt über die Geschichte von Roma. Und dort, es war sehr klar, dass es war ein Problem von Rechten von Leuten, weil die Hälfte von den Roma sind italienisch, ja, eine kulturelle und auch eine Security, also Geschichte. Und was für uns auf europäischer Ebene absolut klar war, war, dass die Europäische Union musste unbedingt nicht nur Gelder und Programme geben, sondern den Raum, den Raum der Rechte bilden, so dass es ist unmöglich zu akzeptieren, dass Roma, aber auch nicht Roma, so in dieser total unakzeptablen Art gehandelt waren. Und ich glaube, dass diese Dekade, 10 Jahre vor die Roma-Rechte, nicht ein Erfolg waren. Weil wir haben zumindest auf diese kulturelle Partei nicht gewonnen, zumindest for the moment. Und auch die Gelder, die an die Programme gegeben sind, es ist nicht nur durch Korruption weggegangen sind, sondern auch durch bloß schlechte Programme verschwinden wurden. Das heißt, es ist total dumm, dass die Stadt von Rom 10 Millionen Euro spendet, um 2 Camps zu schließen und dann einfach die Leute von einem Camp bis eine andere Camp zu umziehen. Das geht nicht. Und es gibt einige Programme, die eigentlich unsere Leute gemacht haben, zum Beispiel in Torino, die nur ein paar Millionen gekostet haben, aber die Leute nicht nur mit Roma zusammengestellt haben, aber with refugees, with NGOs, with self-building capacities und houses and relocation gebracht haben. Roma ist nicht auch total eine andere Probleme als Diskriminierung und Armut und so weiter. Und deswegen müssen wir diese Programme nicht verschwenden, weil diese Gelder sind wirklich precious. Dankeschön. Dankeschön, Monika. Rebecca, behalt gleich das Mikro. Die nächste Frage geht an dich und sie ist von Monika Vorreiter aus dem Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Wie möchtest du dafür sorgen, dass auch die anderen europäischen Länder ihre Atomkraftwerke nach und nach abschalten und verstärkt erneuerbare Energien nutzen? Also Montag bin ich mit Franzosen und Badensern und Schweizern in Fessenheim. Da werde ich Fessenheim noch nicht stilllegen, aber ich sage das nur, weil ich schon seit die deutsche Entscheidung getroffen worden ist nach Fukushima, den Atomausstieg zu forcieren, in anderen europäischen Ländern die Initiativen, die da gestartet worden sind, den Atomausstieg zum Thema zu machen, Ausstiegsentscheidungen zu beschleunigen oder zu erneuern oder neu zu treffen, in allen europäischen Ländern diese Initiativen mit aufgesammelt habe. Wir arbeiten mit als europäische grüne Fraktion ja mit den Italienern, die mit ihrem Energieversorger in Osteuropa immer noch versuchen, Atomkraft zu forcieren. Wir arbeiten mit den Franzosen, mit den französischen Grünen und Bürgerinitiativen an der Umsetzung des Ausstiegsbeschlusses, den es für die Regierung Hollande eigentlich gibt. Ja, wir sind dabei, jetzt gerade den Jahrestag von Fukushima, der im März bevorsteht, nochmal zu nutzen, um in Europa Sichtbarkeit neu zu schaffen für den Wahnsinn von Fukushima.
Also das Ding ist nach wie vor nicht unter Kontrolle. Es gibt kaum noch Öffentlichkeit für die totale Überforderung der Behörden und des Unternehmens. Und wir hoffen, dass wir also mit der Aufmerksamkeit für diese katastrophale Situation auch nochmal Schub dann für die Initiativen und die Politiker gibt, die in Europa den Atomausstieg fortsetzen. Ganz wichtig, und das gilt für die deutschen Grünen jetzt auch als ganz große Herausforderung, ist, dass das, was in Deutschland als Energiewende nach Fukushima beschlossen worden ist, dass das gut funktioniert, dass das klimafreundlich verwirklicht wird und als Idee auch europäisch verankert wird. Da gibt es eine Lücke. Ja, die hat schon angefangen in der letzten Regierung, die droht sich mit der jetzigen Regierung fortzusetzen. Und das ist sozusagen eine Herausforderung an uns, deutsche Grüne und an die europäischen Grünen gleichzeitig. Fukushima-Ausstieg vorantreiben, aber die Energiewende eben auch europäisch denken und durchdeklinieren. Ist immer noch ein dickes Brett, aber ich bin heute optimistischer als vor 5 Jahren. Die Ausstiegsentscheidung, die ist nicht rückgängig zu machen, weil Mehrheiten unter europäischen Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur in Deutschland, das nicht zulassen. Dankeschön, Rebecca. Der KV Neukölln ist jetzt dazu übergegangen, Fragen schriftlich zu formulieren. Ska, super, vielen Dank dafür. Und das ist eine, wie ich denke, wichtige Frage, wo ich aus einem Augenwinkel gesehen habe, dass sie auch im Netz immer wieder angesprochen wird. Die Frage, die Helena formuliert, lautet wie folgt: Welche Gefahr besteht, dass demokratisch verabschiedete Gesetze durch das TTIP anfechtbar werden? Vielleicht erweitern wir das ein bisschen. Wie gesagt, das ist eine Debatte auch im Netz. Wie halten wir es damit? Radikal dagegen? Geht es um Qualifizierung? Ska, wie siehst du das? Das TTIP, das Abkommen, das die Kommission gerade mit den USA verhandelt, wo es um Handel und Investitionen geht, das stellt tatsächlich eine große Gefahr dar für demokratische Entscheidungsprozesse. Und um da nur mal ein Beispiel zu nehmen, will ich gleich auf das zurückgehen, was Rebecca angesprochen hat, nämlich der Atomausstieg in Deutschland. Der Atomausstieg in Deutschland wurde beschlossen von einer breiten parlamentarischen Mehrheit und ist unterstützt von einer noch breiteren gesellschaftlichen Mehrheit. Aber nicht alle sind damit glücklich, nicht alle geben sich zufrieden. Nein, es gibt einen größeren Energiekonzern in Schweden namens Vattenfall, auch bekannt in Brandenburg, der sich vehement gegen diesen Atomausstieg wehrt und der gegen den Atomausstieg vor ein ominöses Schiedsgericht gezogen ist. Wie kann das sein? Deutsche Unternehmen dürfen das ja nicht, die können nur von nationaler Gerichtsbarkeit ziehen, aber Vattenfall als schwedischer Konzern kann das. Wie kann das sein? Jetzt ist Vattenfall kein US-amerikanischer Konzern, aber wie gesagt ein schwedischer, noch dazu ein Staatskonzern. Und als solcher hat er eben die Möglichkeit, über einen Handelsvertrag, in dem Fall die Energiecharta, die Bundesregierung zu verklagen. Und zwar eben nicht nur vor nationaler Gerichtsbarkeit, sondern vor Schiedsgerichten. Die sind quasi ominöse Privatgerichte, die völlig intransparent funktionieren. Da sitzen nicht Richter drin, sondern Anwälte aus einem sehr kleinen Adresspool sozusagen von Leuten, die teilweise selbst noch an dem Abkommen mitgeschrieben haben. Und diese Schiedsgerichte entscheiden in aller Regel im Interesse der Unternehmen und entscheiden nur auf Grundlage des Handelsabkommens und nehmen sowas wie soziale Gesetzgebungsziele, Umweltrichtlinien und so, das ist für die völlig irrelevant. Was hat das mit TTIP zu tun? Ähnliches werden wir auch im TTIP drinne haben. Die Kommission schlägt vor, dass ein sogenanntes Investor-Staats-Klageverfahren eben auch im Abkommen mit den USA möglich ist. Sprich, es kann dann also verschiedene US-amerikanische Vattenfalls geben, die klagen können gegen die EU als solche oder gegen Mitgliedstaaten. Zum Beispiel haben wir ja erst vor kurzem in Straßburg debattiert, wie groß sollen die Warnhinweise auf Zigarettenpackungen sein. Das uruguayische Parlament hatte diese Idee schon ein bisschen eher, dass man die größer machen sollte. Die wollten gar die Warnhinweise quasi über die ganze Packung setzen. Und dann hat Philip Morris, ein bekannter Zigarettenkonzern, das Uruguay verklagt oder hat nur die Klage androhen müssen. Und das uruguayische Parlament, oh, das wird zu teuer, denn solche Klagen, auch wenn sie nicht erfolgreich sind, kosten Millionen und Millionen von Euro bis in Milliardenhöhe. Und
Damit wird also Gesetzgebung unterlaufen. Das uruguayische Parlament hat sich nicht getraut, eine gesundheitspolitische Maßnahme, die Warnhinweise auf Zigarettenpackungen, umzusetzen. Und Ähnliches kann uns eben drohen jetzt mit den USA, zumal wir besonders viele US-amerikanische Investorinnen und Investoren in der Europäischen Union haben. Das heißt, die Gesetze, die können wir dann zwar noch machen, aber die werden dann hinterher unterlaufen, indem dann wir Klagen bekommen gegen die EU, gegen Mitgliedstaaten, wo dann milliardenhohe Strafzahlungen drohen. Und das wird uns dahin führen, dass eben die Politik gar nicht mehr gemacht wird von Parlamenten, sondern von Handelsabkommen. Und auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, was wir immer so schön Sozial- und Umweltstandards nennen, was aber die Handelsverhandler immer nur noch nicht tarifäre Handelshemmnisse nennen, nämlich die ganzen Standards, die Handel nicht verhindern, aber ein bisschen schwieriger machen. Das wollen die alles verhindern mit diesen Handelsabkommen. Also es droht da wirklich viel Gefahr. Hintenrum geht bei so einem Handelsabkommen immer viel und deswegen, glaube ich, wird uns am Ende nichts übrig bleiben, als das Ganze abzulehnen. Wir müssen jetzt schon dafür sorgen, dass wir darauf hinweisen, was uns mit solchen Klagemöglichkeiten droht, dass wir keine Absenkung der Standards wollen, dass wir Transparenz wollen. Da müssen wir ganz groß Kampagnen machen. Das wird auch ein Riesenthema im Wahlkampf. Dankeschön, Ska. Müssen wir schon in die Abschlussrunde, Bettina, oder haben wir noch inhaltliche, also wir haben noch eine ganze Reihe, ja, vielen Dank im Übrigen, ganze Reihe von Fragen, nur mit Blick auf die Uhr. Mit Blick auf die Uhr, ich würde gerne ein Experiment machen, weil ich auch glaube, dass TTIP und das Handelsabkommen eine große Debatte werden wird. Wir wollten das mit José noch ausführlicher diskutieren, deswegen Experiment, eine Minute Monika und eine Minute Rebecca. Thema TTIP nicht erklären, sondern die Frage, wie gehen wir mit TTIP um? Pauschal ablehnen oder rote Linien markieren? Die Frage, die Daniel gestellt hat, wie seht ihr das? Ist eine Debatte, die wir auf dem Parteitag kriegen werden, interessiert mir uns deswegen. Genau. Und vielleicht zur Erläuterung ist dann auch zeitlich ausgleichende Gerechtigkeit, denn vielen Dank, Ska, du hast ja auch viel Zeit einfach darauf verwenden müssen, uns zu erklären, was das Problem ist, hast auch deutlich überzogen, etwa 3 Minuten, insofern die eine Minute kompensiert das nur. In Ordnung? Oh, okay. Da denkt man drüber nach. Also. Ich bin der Meinung, dass als das losging, als wir die ersten Informationen über TTIP bekommen haben, es noch vorstellbar gewesen ist, mit grünen Linien und Forderungen wie Transparenz und Offenheit zu arbeiten. Ich glaube, so wie die bisherigen Verläufe dieser Gespräche sind, so wie die Zielsetzungen sind, so wie die Machtverhältnisse in der Europäischen Kommission und die Interessenslage ist, ist es nicht möglich, ein irgendwie geartetes grünes TTIP zu erreichen. Und ich glaube, in der politischen Auseinandersetzung kann man sich nicht verstecken. Und ich glaube, dass man diese TTIP-Verhandlungen beenden sollte, dass wir die Forderung der Beendigung dieser Verhandlungen zu einer wichtigen Auseinandersetzung des Wahlkampfes machen. Ich sage das vor dem Hintergrund vieler Gespräche mit Bauern, und zwar nicht nur mit den alternativen Verbänden, sondern mit den traditionellen Verbänden, weil ich glaube, zum Beispiel, ja, um ein weiteres Beispiel an das anzufügen, was Ska genannt hat, eine Ökologisierung der Agrarpolitik, so wie wir sie vertreten, ist unter TTIP-Bedingungen nicht möglich. Und deswegen stoppt TTIP, unterstützt die Compact-Kampagne und lasst es uns zu einem wichtigen Thema unseres Kampfes machen. Ich glaube, dass die TTIP ist wirklich der größte und auch der more visible, ja, sichtbar Punkt, eine Handelspolitik, die auf jeden Fall nicht gut und transparent ist. Weil wir müssen sagen, dass es ist nicht nur ein Problem mit dem United States, mit den Vereinigten Staaten. Alle eigentlich, die Trade, also die Handel-Treaties sind in diese untransparent Art gemacht sind. So, ich glaube, dass unsere Kampagne ist natürlich gegen die TTIP, aber auch über die Art, wie diese Handelspolitik gemacht ist. Und da wir
eigentlich auch in der Debatte über die nächste Kommission teilnehmen müssen, müssen wir diese Geschichte sehr hoch uns an unsere, also in unsere Programme stellen, weil es ist nicht nur eine Tatsache von Standards, es ist nicht nur eine Tatsache von transatlantische Relationen, aber es ist eine bloß demokratisch Themen, die nichts mit der Vertretung zu tun hat. Heute könnte, also morgen, mit einer anderen Präsidentkommission, könnte die Handelspolitik total wechseln. Dankeschön. Super. Und jetzt haben die beiden auch ein bisschen überzogen. Insofern die angekündigten 15 Sekunden für Ska. Ich kann anschließen, weil es geht nämlich auch darum, ob wir eine Handelspolitik machen für ein Europa, das fair in der globalen Welt ist, das sich für den globalen Süden auch einsetzt und das Handelsziele nicht über Entwicklungsziele setzt. Darüber haben wir leider noch gar nicht geredet in dieser Runde, aber es ist auch total wichtig, denn die momentane unfaire Handelspolitik, die ist auch Gift für jede Form vom Erreichen der Entwicklungsziele überhaupt. Dankeschön. Und dann gehen wir in unsere Schlussrunde. Dieses demokratische Experiment, so hat das Reinhard genannt, die Green Primaries, die haben was mit Menschen, die haben was mit Personen zu tun und da interessiert ja, oder uns zumindest, immer auch eine Frage, wofür brennen die eigentlich? Ja, also ihr habt gezeigt, wie kompetent ihr zu vielen verschiedenen Themen hier Auskunft geben könnt, womit ihr euch beschäftigt, das sind ganze Themenfelder im Plural. Uns interessiert, was ist euch eigentlich das Allerwichtigste? Ja, also dieses Brennen für das eine Thema. Oder man kann es auch so formulieren, was möchtet ihr in der nächsten Legislatur als allererstes angehen, was ist euch das Allerwichtigste, was möchtet ihr unbedingt umsetzen und da geben wir euch auch nur eine Minute und es geht wirklich nur um das eine Thema. Wer möchte anfangen? Monika. Ich will, dass Europa nochmal ein Traum wird und ich glaube, dass wenn es ein Grün... Und ich möchte, dass das wird ein grüner Traum, weil diese beide Traumen können nicht getrennt sein, weil wenn wir nicht die Lösung an die Krise finden, zusammen, und da wir wissen, dass die Lösung der Krise muss Grund sein, diese Traumen müssen zusammenbleiben. Und ich wirklich brenne für das. Danke sehr. Also wir sind uns manchmal wirklich sehr nah, weil das, was mein Ziel ist, das haben wir immer mal wieder auch zusammen beredet, ist, ich möchte, dass Europa wieder dieser Ort der Sehnsucht wird. Ja, das, wo die Leute ihre Sehnsüchte hinrichten. Und so ist das lange gewesen, insbesondere im Osten, der jetzt daran sich manchmal gar nicht mehr erinnern kann, weil es so schwierig gewesen ist. Was sind die Voraussetzungen dafür? Ich glaube, wir müssen in der ganzen europäischen Politik viel mehr auf demokratische, gute Entwicklung achten. Wir müssen das als europäische Innenpolitik viel mehr verstehen. Wir müssen auf Gerechtigkeit mehr setzen. Und in dem Zusammenhang ist die grüne große Idee der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entwicklung das, was natürlich für mich als die alte Öko ganz, ganz wichtig weiter sein wird. Danke. Also ich brenne auch gegen etwas und zwar gegen Ungerechtigkeiten, egal wo ich sie finde. Und ich brenne dafür, dass wir in Europa wirklich als Grüne zusammen ein anderes Europa sind, dass wir ein anderes Europa bauen, zusammen mit allen europäischen Grünen und Menschen, die daran beteiligt werden wollen, die grün denken und die grün fühlen. Und ich brenne dafür, dass wir einen gemeinsamen europäischen Wahlkampf machen, der genau das in den Mittelpunkt stellt und der Menschen auch diesen Funken überspringen lässt. Und wenn wir dann so Leute haben in der Debatte wie Martin Schulz und dann Verhofstadt oder Olli Rehn, mal gucken, wer ich von den älteren Herren dann genommen wird, dann glaube ich, wäre es doch auch cool, wenn wir dann so ein bisschen Kontrastprogramm haben und sagen, hey, wir sind das junge, frische Europa, wir haben noch einen Traum, wir haben die Hoffnung und genau das wollen wir nach Europa, das wollen wir nicht nur nach Brüssel, das wollen wir in alle Ecken und Enden Europas tragen und wir wollen alle Menschen mitnehmen, dafür brenne ich. Danke sehr. Dann
danken wir ganz herzlich drei fabelhaften Europäerinnen, drei fabelhaften grünen Frauen. Ihr habt uns die Entscheidung heute nicht einfacher gemacht. Jetzt gibt's endlich Kuchen für Rebecca und für Monika und für alle. Also, deine Stimme zählt. Mach mit bei der Green Primary. Lerne unsere Kandidaten kennen. José Bové, Monika Frassoni, Rebecca Harms und Scar Keller. Und stimme ab auf greenprimary.eu.